إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, wie angekündigt, das ist glaube ich der erste angekündigte Livestream hier heute zu dem, was in Hanau passiert ist, zu dem Vorfall, der in Hanau passiert ist. Erstmal möge Allah subhanahu wa ta'ala den Opfern vergeben und den Familien Trost spenden. Das ist erstmal das Erste, was wir sagen müssen. Es ist sicherlich gerade für diejenigen, die dort vor Ort sind, ein riesengroßer Schock, wenn sie bedenken, dass sie vielleicht kurz vorher dort gewesen sind oder dort in der Nähe gewesen sind oder einige der Opfer kennen. Ich habe heute mit jemandem gesprochen aus Hanau. Er meinte, dass er jemanden kennt, dem die Pistole an den Kopf gehalten wurde, der das also gesagt hat. Es ist also alles ziemlich hart. Aber an dieser Stelle möchte ich erstmal einen Tipp geben an alle Brüder und Schwestern. Das ist meine persönliche Haltung, meine persönliche Meinung. Wir sollten keine Videos verbreiten, wo Muslime am Leiden sind, wo Muslime am Weinen sind, am Jammern sind, etc. Wir sollten immer bei so einer Probe, die hart ist, trotzdem einen aufrechten Kopf haben. Und nicht so am Weinen, am Jammern. Nicht, weil es nicht menschlich ist. Das Selbstverständliche ist menschlich. Das ist verständlich. Nicht, weil es nicht verständlich ist oder nicht menschlich ist, sondern weil das genau das ist, was diese Feinde von den Rechtsradikalen gerne sehen wollen. Sie wollen gerne sehen, dass wir als Gläubige mit dem Kopf nach unten am Jammern sind und am Weinen sind. Weil ich habe heute einige gesehen, auch einige Leute, die Dawa machen, die ein gewisses Video verbreitet haben, wo ein Bruder praktisch fast am Weinen gewesen ist. Das ist das, was die sehen wollen. Diese Islamhasser wollen genau sehen, wie wir leiden. Und deswegen so etwas bitte nicht verbreiten. Auch was diese Fälle angeht von China. Ich habe mich manchmal darüber gewundert. Leute schicken mir ein Foto, wo einige Opfer halb nackt sind und sagen, ja, poste das. Würden die das gerne sehen, dass sie in der Unterhose gesehen werden? Wahrscheinlich nicht. Ja. So, das ist erstmal das Erste. Jetzt das Zweite. Ich habe über dieses Thema, subhanallah, schon vor über 10 Jahren gesprochen. Schon vor über 10 Jahren gesprochen. Und jedes Mal, wenn es wieder knallt, wenn wieder was passiert, tun alle so, als wenn das was ganz Neues wäre. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir sehr viel junges Publikum haben. Ja, wir haben sehr viel junges Publikum da, die das vielleicht damals noch nicht so mitbekommen haben, die heute vielleicht Anfang 20 sind, damals 10 Jahre alt waren.
und die sich für diese Sache nicht interessiert haben. Aber gerade ich als Person, die in der Öffentlichkeit steht, ich habe diese Entwicklung schon sehr früh mitbekommen. Ich kann mich noch erinnern, als wir im Jahre 2005 oder 2006, ja, im Jahr 2005 haben wir eigentlich so richtig deutschlandweit angefangen, DVDs zu verteilen. Und dann 2006 wurde damals die damalige Internetseite aufgemacht, die richtig nach oben katapultiert wurde. Kann ich mich erinnern, dass wir angeschrieben wurden von Leuten, feindlich angeschrieben wurden, die sich Deus Vult genannt haben. Das ist eine Internetseite, die gibt es heute auch noch. Das bezieht sich auf Kreuzritter. Dieser Ausruf Deus Vult bezieht sich auf Kreuzritter. So, und wir haben gesehen, wie diese Leute und gerade auch PE News, die sehr viel Schaden angerichtet haben, die Stimmung immer weiter vergiftet haben. Das fing an im Jahr 2008, oder was heißt das fing an? PE News fing an im Jahr 2004, haben die sich gegründet, als ein gewisser Künstler in den Niederlanden, der Van Gogh hieß, getötet wurde. Und es ging darum, alles, was mit dem Islam zu tun hat, schlecht zu machen, alles. Alles kaputt zu machen und überall eine Gefahr hinein zu interpretieren. Und einer dieser Leute, das ist übrigens Bündnis Pax Europa, auch so ein Ding, das ist hier von Udo Ulfkotte, der Alhamdulillah schon unter der Erde ist. Und er versucht alles für die Menschen, für die Mitmenschen in Deutschland, als eine Gefahr darzustellen. Der böse Muslim lauert überall und irgendwann, die wollen uns übernehmen, die wollen uns versklaven. Und dann werden die Leute hier am Mast baumeln. Ja, und hier zum Beispiel, ja, Thilo Sarrazin, feindliche Übernahme. Ja, ganz extrem. Das Zurückbleiben der islamischen Welt, die Integrationsdefizite der Muslime in Deutschland und Europa, die Unterdrückung der Frauen und der Geburtenreichtum der Muslime sind eine Folge der kulturellen Prägung. Ja, und es geht hier wirklich darum, es sind Sachen, die Hass erzeugen. Und ich habe da mehrere Vorträge darüber gemacht. Ich habe damals den Vortrag gemacht, den solltet ihr euch wirklich alle angucken, um das Thema richtig zu verstehen. Dieser Vortrag hieß Propagandamethoden, Holocaust und gegen Muslime, Propagandamethoden für Adolf Hitler in der heutigen Zeit. Wir haben damals sogar eine Internetseite herausgebracht, die hieß Muslime gegen Rechts, wehret den Anfängen. Die haben wir gemacht im Jahr 2009. Das ist über 10 Jahre her. Da wurden wir von vielen Muslimen angefeindet. Und jetzt will ich euch kurz ein bisschen durch diese Geschichte durchführen, damit ihr das gerade für die Jüngeren nochmal richtig mitbekommt. Ja? Der Islamhass, und da habe ich letztens auch ein Video drüber gemacht, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen kam. Aber es ist viel, viel stärker geworden, insbesondere durch strukturierte Arbeit in den sozialen Medien. Diese Islamhasser oder rechtsradikalen Seiten sind darauf spezialisiert, sobald irgendwo ein Artikel über Islam gepostet wird, sofort sich darauf zu stürzen, die sind da organisiert drin mit 10.000 Leuten, und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und über WhatsApp Nachrichten zu verbreiten. Und das ist ihr Weg, wie sie ihren Dreck verbreiten. Und sie haben damit so viele Leute beeinflusst, die genauso denken. Und das ist das, was ich... Am Anfang hat man sich versucht, parteilich zu organisieren in Pro-NRW, Pro-Deutschland. Aber das hat nicht funktioniert, weil die Verantwortlichen dieser Partei rechtsradikale Hintergründe hatten. Und dann ging es über zur AfD. Die AfD, ja, jetzt fangen sie an, vielleicht an rumzuheucheln. Warum haben sie vorher nie gesagt, aber bitte nicht mit Gewalt? Guck mal, es hat jemand beispielsweise eine Psychoanalyse von mir gemacht. Und da hat er erwähnt, warum erwähnt Pierre Vogel hier nicht mit Gewalt? Ja, bestimmt, weil er doch Gewalt meint. Nein, damit man mir das Wort nicht im Mund rumdreht, weil man mir das Wort sonst im Mund rumdreht und weil ich das explizit sagen will. Aber warum haben sich diese Seiten nie von Gewalt distanziert? Warum erwähnen sie heute nicht, da
Damit haben wir nichts zu tun, weil sie das feiern. Genauso wie sie das in Neuseeland gefeiert haben. Genauso wie sie das mit Anders Breivik gefeiert haben in Norwegen. Das war dieselbe Struktur gewesen. Warum wurden diese Linken angegriffen? Genau wie Adolf Hitler es damals gemacht hat. Er hat zuerst versucht, diejenigen aus dem Weg zu schaffen, die den Juden helfen könnten. Und hat versucht, sie kaputt zu machen mit dem Reichstagsbrand etc. Das ist eine Geschichte, die sich momentan wiederholt. Und das müssen wir auch kapieren. So. Ich möchte an dieser Stelle etwas sagen, weil ich sehe leider bei vielen Muslimen immer entweder eine radikale Haltung auf der einen, sag ich mal, nach rechts oder nach links. Also ich meine damit, entweder total passiv, oh, alle Leute in Deutschland sind lieb und nett, oder alle Schrott, die ganzen Kuffar. Ich möchte euch hier daran erinnern, es gibt hier in Deutschland und die Mehrheit der Menschen sind ganz klar gegen solche Taten. Ganz klar. Aber, und das habe ich auch im Zusammenhang mit dem Mord an Marwan Shebini damals gesagt, da habe ich gesagt, und ihr könnt das heute sehen im Internet, dass wir haben es mit einer rasant wachsenden Minderheit zu tun. Das habe ich im Jahr 2009 gesagt. Im Jahre 2009, als es den Prozess gab gegen Marwan Shebini, schaut euch das an. Wir haben extra eine Kundgebung vor dem Prozess in Dresden gemacht. Da habe ich das gesagt. Schaut euch das an. Schaut euch meinen Vortrag über die Aktion in Oslo an. Das sind Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, dass man sich damit beschäftigt und dieses Thema richtig versteht. Okay? Nicht alle Menschen verurteilen, aber auch nicht naiv sein. Und wir müssen uns jetzt Gedanken machen, was wir tun können. Was wir tun können. Erstmal müssen wir verstehen, dass es weitergeht. Dass es weitergeht, liebe Geschwister. Egal was passiert, der Weg zu Allah ist ein harter Weg. Die Sahaba wurden gefoltert. Ihnen wurde wehgetan. Aber dann kam der Durchbruch. Allah sagt im Koran, وَلَكَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّ أَتَعَمْ نَصْرُنَا. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Vor dir, O Mohammed. So sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde, bis der Sieg Allahs kam. Das ist der Weg. Der Weg ist ein steiniger Weg. Ja? Aber wir müssen selber gerecht dabei sein. La yanhaakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah hat euch nicht verboten, die euch nicht wegen eurer Religion bekämpft haben und euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, mit ihnen in Güte und Gerechtigkeit umzugehen. Wahrlich, Allah ist der Gerechte. Aber was wir zu tun haben, und das ist eure Aufgabe, und das möchte ich von euch, was können wir tun, um unsere Situation zu verändern? Was können wir tun, um unsere Situation... Ihr müsst selber mitdenken, der Prophet, a.s.w., bei der Schlacht von Ahzab, hat er Shura gemacht mit den Sahaba. Er hat sich mit ihnen beraten, was man machen kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben es hier mit einem Wettlauf zu tun. Wir müssen die Dawa nach vorne tragen. Und zur Dawa gehört nicht nur, dass man Unterrichte in Moscheen macht oder Bücher beibringt, wie einige das verbreiten wollen, sondern dass wir in der Lage sind, Broschüren zu verteilen, dass wir in der Lage sind, Street-Dawa zu machen, dass wir in der Lage sind, Kundgebung zu machen, dass wir in der Lage sind, Hallen zu mieten. Es ist ein Wettlauf zwischen Hak und Batil. Und wir müssen bereit sein, etwas dafür zu tun, dass sich Hak, also die Wahrheit, das Richtige verbreitet gegen Batil. Wir haben es mit einem
Wettlauf zu tun. Und das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen jetzt anfangen. Wir müssen endlich kapieren, dass, und das ist vielleicht etwas, was uns wachrüttelt, dass am Ende der Durchbruch für die Muslime kommt, aber wir etwas zu tun haben. Wir haben etwas zu tun. Wir müssen selber etwas für die Religion tun. Und da gibt es so viele Geschichten. Ihr müsst wissen, am Ende werden nur wenige übrig bleiben. Ich erzähle euch eine Geschichte aus dem Koran. Die Geschichte im Koran ist von Talut, der hinausgezogen ist gegen Goliath und seine Truppen. Und das ist zwar jetzt eine Sache der Schlacht, des Kampfes, aber wir wenden das auch auf die Situation hier an, obwohl wir es nicht direkt mit einem Kampf mit dem Schwert zu tun haben. Ja? Mit 70.000 sind sie losgezogen, Sure 2, Vers 249. Dann kam die erste Probe. Sie sollten über einen Fluss, sie kamen in einen Fluss und sie durften nicht davon trinken. Sie mussten gehorsam sein. Aber sie tranken davon, außer wenige davon. Die wenigen waren 4.000, von 70.000 4.000 übrig geblieben. 4.000 sind übrig geblieben. Diese 4.000 haben den Fluss überquert und dann kamen einige, die gesagt haben, wir haben heute keine Kraft gegen Goliath und seine Truppen. Und dann sagten diejenigen, die Gewissheit hatten, dass sie ihren Herrn treffen, wie oft hat schon eine kleine Schar, eine große Schar mit Erlaubnis Allah besiegt. Okay? Diese Leute, die das gesagt haben, waren nur noch 313 von 70.000. Aber die haben es am Ende geschafft. Wie haben sie es geschafft? Erstens, waren gehorsam. Zweitens, sie waren standhaft und haben sich durch äußere Umstände nicht umwerfen lassen. Heute höre ich immer nur Geheimdienste, die Juden, die dieses, die jenes. Wir dürfen uns nicht, wir müssen um uns selber kümmern. Wir müssen rechtgeleitet sein. Allah sagt im Koran, Ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. O ihr, die ihr glaubt, kümmert euch um euch selbst. Diejenigen, die in die Irre gehen, werden euch nicht schaden, wenn ihr rechtgeleitet seid. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, die Jugend von der Straße zu holen. Das ist ein Schritt. Wir müssen uns darum kümmern, die Jugend von der Straße. Wir müssen uns darum kümmern, die wahre Botschaft zu verbreiten. Und ihr müsst dabei sein. Ihr müsst dabei sein, ihr dürft keine Angst haben. Denn Allah ist mit uns. Allah sagt im Koran, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Es ist unsere Pflicht, den Gläubigen zu helfen. Aber wann kommt der Sieg, wann kommt die Hilfe? Am Ende. Das Spiel ist nicht bei Halbzeit entschieden und auch nicht, wenn du 3-0 nach 15 Minuten hinten liegst. Sondern am Ende, nach 90 Minuten, ist zu Ende gespielt. Und so müsst ihr auch sein, liebe Geschwister. Deswegen vertraut mir in diesen Angelegenheiten. Und ich hoffe, das macht Dua für mich, dass Allah mich beschützt. Wie gesagt, ihr müsst euch eins vorstellen. Im Jahr 2009, da hat Mohammed Shifchi, den man Abu Enes nennt, der hat damals mit ein Gespräch gehabt, wegen der Moschee in Braunschweig, mit dem Staatsschutz Niedersachsen. Weil es gab damals Morddrohungen von rechtsradikalen Gruppen gegen mich. Und da haben die gesagt, Pierre Vogel ist in akuter Lebensgefahr. Ja. Das heißt, ich kenne diese Situation schon seit 10 Jahren. Das ist für mich nichts Neues. Das ist für mich ein alter Schinken. Deswegen, liebe Geschwister, vertraut mir und inshallah, mach Dua für mich und Dua überhaupt für uns alle, dass wir etwas auf die Beine stellen. Ich bin momentan noch mehr oder weniger alleine, aber es wird besser werden. Ja, Bruder zum Beispiel hier, mit deinen Infoständen, das ist eine sehr gute Idee, Abu, gute Idee. Gut, ich mache jetzt mal Schluss, mein Livestream ist hier wieder ein bisschen schwach geworden. Mein Livestream ist ein bisschen schwach geworden. Ob ich eine Kundgebung mache, wenn genügend Leute mitmachen wollen.
Es nützt nichts, wenn wir dort auftreten, da kommen wieder 150 Mann oder 200 oder 300 und dann sieht das aus, interessiert sowieso keiner dafür. Ist kontraproduktiv. Die Muslime müssen bereit sein. Bereit sein, mit dem Hintern aus der Couch aufzustehen und bereit sein, durchzuziehen. Ja. Das ist der Punkt. Damals, als Marwa Shebini gestorben ist, da standen wir in Berlin mit 300 Mann. 300 Mann! Und 700 Leute waren in der Moschee versammelt, aber denen wurde gesagt, geht nicht zu der Kundgebung. 300 Leute in Neukölln gewesen. Als es um uns ging in Bremen, kamen, weiß ich, 200 Mann. So. Das ist das Problem. Jedes Mal wird groß gelabert vor, ja, wir kommen, wir sind dabei. Ja, ich will's sehen. Ich will's sehen. Das will ich gerne sehen. Und am Ende sowieso. Zuerst sagen alle, sie kommen. Ich will hier keinen persönlich angreifen. Es geht hier nicht um euch persönlich. Am ersten erzählen. Zuerst erzählen alle, sie kommen. Und dann, was passiert dann als nächstes? Ja, da in Bremen haben sie auch gesagt, neue Generation. Und dann, ja, Bruder, er bringt sowieso nichts. Dann sind schon mal wieder 50% weg. Ja, aber vielleicht. Könnte was passieren. Sind nochmal 50% von 50% weg. Sind 25% übergeschrieben. Dann kommt der Aufruf an den Moscheen, sagt den Eltern, sie sollen ihren Kindern sagen, sollen nicht da hingehen, dann stehen wir am Ende da mit ein paar Leuten. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Deswegen, ja, man muss einfach bereit sein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.